vom Digitale Gesellschaft e.V. über das Projekt Deine Daten, Deine Rechte. Vielen Dank, Paula. Hallo, herzlich willkommen, einen schönen Abend auch von mir. Danke, Paula, für die Moderation, danke an die Gastgeber, wie immer. Der Vortrag hier oder die kurze Präsentation hier heißt Update für deine Freiheit, die neuen EU-Datenschutzregeln aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wie gesagt, ich bin vom Digitale Gesellschaft e.V., ich bin dort politischer Referent und koordiniere mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort zusammen das Informationsportal Deine Daten, Deine Rechte zu den neuen EU-Datenschutzregeln zur Datenschutzgrundverordnung. Und genau darum soll es auch heute jetzt in diesem Vortrag ganz kurz gehen, um die neuen Datenschutzregeln aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb erstmal die mit diesem Publikum wahrscheinlich rhetorische Frage, wer hat sich hier schon mal gefragt, was sind überhaupt diese neuen Datenschutzregeln? Kennt jeder die Datenschutzgrundverordnung? Vielleicht mal Handzeichen. Hat noch jemand nicht von der Datenschutzgrundverordnung gehört nach ungefähr 20 E-Mails pro Tag? Okay, eher rhetorisch Frage. Ich habe diese Frage schon mal gestellt, einige Wochen vor Inkrafttreten, vor Wirksamkeit der neuen Regeln. Da sah die Sache noch etwas anders aus. Aber ich glaube, in den vergangenen 2-3 Wochen hat dann wirklich jeder mitbekommen, dass es diese Regeln gibt, dass die wirklich auch für uns alle als Verbraucherinnen und Verbraucher eine Bedeutung haben, dass sie uns in unserem Alltag berühren. Mit diesem Projekt, auf das ich später noch eingehen werde, versuchen wir aber genau dieses auch noch darzustellen. Also die Alltäglichkeit, die alltägliche Bedeutung von Daten, von Datenschutz. Ein Argument, was ja immer kommt und was wir auch benutzen, ist, Datenschutz ist ein Grundrecht. Wir alle haben laut der EU-Grundrechtecharta ein Recht auf Datenschutz. Das ist ein sehr wichtiges Argument, mit dem wir auch arbeiten. Wir merken aber auch, dass das teilweise recht abstrakt ist, recht trocken. Und deshalb versuchen wir, wie gesagt, auch klarzumachen, dass Daten und Datenschutz eine Bedeutung in unserem Alltag haben und gerade auch mangelnder Datenschutz Bedeutung, Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Vor diesem Hintergrund, um auch zu zeigen, wie wir versuchen, die Datenschutzgrundverordnung und die neuen Regeln zu kommunizieren, habe ich ein Video mitgebracht, was ich gerne kurz abspielen würde. Dauert nicht lange, 2 Minuten, dann seht ihr mal so ungefähr, wie wir versuchen, das zu verbinden. Datenschutz, der interessiert mich nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Dieses Argument hört man oft, wenn es um Datenschutz und Privatsphäre geht. Und erstmal klingt das auch nachvollziehbar, denn die allermeisten von uns führen nichts Illegales im Schilde. Weder auf unseren Computern, noch in unseren Wohnungen. Aber trotzdem gewähren wir nicht immer und überall Einblicke in unser Privatleben. Wir wohnen ja nicht in Glashäusern. Und unsere privaten E-Mails und unsere Krankenakten lassen wir aus gutem Grund auch nicht jeden lesen, obwohl dort nichts Verbotenes steht. Gerade wenn es um sensible Informationen, beispielsweise zu unserer Gesundheit, unserer sexuellen Orientierung oder unseren politischen Einstellungen geht, schützen wir unsere Privatsphäre vor Übergriffen. Mit den vielen Geräten, Apps und Diensten wurde es aber fast unmöglich, sich wirksam zu schützen. Das lag auch daran, dass die alten Vorgaben zum Datenschutz schon lange nicht mehr ausreichten. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. So sind bestimmte Daten, die deine Persönlichkeit betreffen, besonders geschützt. Sie dürfen nur in eng begrenzten Fällen verarbeitet werden. Klar, dein Arzt darf natürlich noch deine Diagnose speichern. Aber ein fachfremdes Unternehmen darf solch sensible Daten grundsätzlich nur verarbeiten, wenn du ausdrücklich eingewilligt hast. Dazu gehören deine genetischen, biometrischen und medizinischen Daten. Auch Informationen zu deiner sexuellen Orientierung gehören dazu. Ebenso gelten enge Grenzen für Daten zu deiner ethnischen Herkunft, deiner Weltanschauung und deiner politischen Überzeugung. Wenn du allerdings ganz bewusst Daten dieser Kategorien der Öffentlichkeit mitteilst, dürfen sie auch ohne deine ausdrückliche Einwilligung verarbeitet werden. Mit diesen Regeln ist eine Grundlage für besseren Datenschutz geschaffen worden. Trotzdem ist es ratsam, dass du dich mit deinem Recht auf Auskunft selber schlau machst, was Unternehmen über dich speichern. Denn falls eine Firma sensible Daten unrechtmäßig verarbeitet, droht ihr eine hohe Geldstrafe. Für mehr Filme und Infos besuche deinedatendeinerechte.de.
Also so viel nur als kleiner Themeneinstieg. Ich würde den Rest des Vortrags gerne so handhaben, dass ich einmal ganz kurz einfach einen Überblick gebe, welche Rechte wir alle als Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt haben und wie wir die anwenden. Und dann eben zum Schluss einen kurzen Überblick geben, auch über das Projekt, über das Infoportal, was wir aufgesetzt haben. Einige der Rechte, die wir haben als Verbraucherinnen und Verbraucher, wurden schon im Film angesprochen. Wir haben das mal gruppiert in die drei Bereiche Transparenz, Selbstbestimmung und Rechtsdurchsetzung. Bei dem Punkt Transparenz ist es wichtig, dass die Informationspflichten, die es auch schon vor den neuen Regeln gab, nun etwas ausgeweitet wurden und dass es die Pflicht gibt, diese auch in leicht verständlicher, klarer Sprache zu formulieren, was eben verhindern soll, dass wir alle durch ellenlange, schwer verständliche AGB oder Privacy Policies uns durchklicken müssen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit dem Auskunftsrecht. Wir alle haben das Recht, von Datenverarbeitern zu erfahren, ob Daten über uns gespeichert sind, welche Daten, an wen die vielleicht weitergegeben worden sind, wie lange die gespeichert sind. Auch hier müssen die Informationen, die wir bekommen, klar verständlich in leichter Sprache sein. Bei dem Punkt Selbstbestimmung wurde die Einwilligung gestärkt oder es wurde ein starker Fokus gelegt auf die Einwilligung. Das heißt, wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sind in vielen Fällen Herr oder Frau unserer Daten, indem wir bestimmen können, ist diese Datenverarbeitung für uns in Ordnung, wir willigen ein, oder ist sie nicht in Ordnung, dann willigen wir nicht ein. Es ist nicht die einzige Grundlage für Datenverarbeitung, das ist auch wichtig, aber sie wurde eben stark in den Fokus gerückt. Innovativ und ein neues Recht, was es vorher nicht gab, ist das Recht auf Datenübertragbarkeit. Jeder und jede von uns kann bei einem Datenverarbeiter beantragen, Daten von einem Anbieter zum nächsten übertragen zu lassen. Entweder direkt oder man lädt sie erst runter und gibt sie dann hoch. Was eben verhindern soll, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher bei einem Netzwerk, bei einem Anbieter, bei einer Software sozusagen gefangen sind oder locked in sind. Die Rechte auf Löschung, Berichtigung und auch Widerspruch sind nicht neu, zumindest nicht in Deutschland. Die gab es auch schon im alten Bundesdatenschutzgesetz, aber sie wurden mit den neuen Regeln konkretisiert, teilweise auch etwas erweitert und formalisiert. Eine weitere Neuigkeit hingegen sind die datenschutzfreundlichen Voreinstellungen. Das ist also die Pflicht zu Privacy by Default, dass eben beispielsweise Webseiten, also soziale Netzwerke, Apps, Software von vornherein so eingestellt werden, dass sie nicht automatisch alle Daten erheben, auch die gar nicht nötig sind, und sie automatisch mit allen Leuten teilen, auch wenn beispielsweise nur eine begrenzte Anzahl an Leuten in Ordnung wäre. Zu guter Letzt die Rechtsdurchsetzung. Hier gab es auch einige Neuerungen oder Verstärkungen. Wir haben das Recht auf Beschwerde. Verbraucher und Verbraucherinnen können sich bei Datenschutzbehörden über vermutete Datenschutzverstöße beschweren. Das ging auch vorher schon. Was jetzt aber neu ist, ist, dass wir zu jeder Datenschutzbehörde in der EU gehen können, die wir uns selbst aussuchen. Vorher war es so, dass man zu der Behörde gehen musste, wo auch das Unternehmen seinen Sitz hat, über das man sich beschweren möchte. Jetzt kann ich mich zum Beispiel bei der Berliner Datenschutzbehörde über ein Unternehmen beschweren, was aber gar nicht in Berlin, noch nicht mal in Deutschland, vielleicht sogar noch nicht mal in der EU sitzt. Denn die Datenschutzgrundverordnung gilt auch für Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der EU haben, wenn sie sich an EU-Bürger und Leute, die hier wohnen, wendet. Was auch noch neu ist, sind die harten Sanktionen, die eingeführt wurden, oder zumindest die theoretisch hohen Geldbußen, die es gibt. Das sind 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes als Maximalstrafe für Datenschutzverstöße. Wir haben jetzt also diese Bandbreite an Rechten. Wie können die aber auch angewandt werden? Wie kann ich als Verbraucher, als Verbraucherin meine Rechte durchsetzen? Es ist recht einfach möglich. Um die Rechte anzuwenden, reicht in den allermeisten Fällen ein formloses Schreiben. Also ein Brief oder eine E-Mail, wo einem Unternehmen oder einem beliebigen Datenverarbeiter eben klar gemacht wird, beispielsweise, ich möchte mein Recht auf Auskunft wahrnehmen oder ich möchte Daten berichtigen lassen, weil sie veraltet sind, zum Beispiel. Reicht also ein formloses Schreiben. Die Unternehmen müssen darauf reagieren und zwar kostenlos. Das darf nicht für den Verbraucher, die Verbraucher mit Kosten verbunden sein. Innerhalb eines Monats, innerhalb von 4 Wochen, muss eine Rückmeldung erfolgen. Entweder es muss zumindest gesagt werden, okay, wir bearbeiten das, wir brauchen jetzt aber noch 2 Monate, weil es sind so viele Daten, zum Beispiel. Oder es muss eben eine Antwort auf das Ersuchen kommen. Wie ich schon erwähnt habe, die Datenschutzbehörden nehmen die Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher auch auf. Hier nochmal der Hinweis, jede Datenschutzbehörde kann angesprochen werden. Wenn sie nicht zuständig ist, leitet sie das automatisch und auch hier
kostenlos für den Verbraucher und die Verbraucherin weiter an die zuständige Datenschutzbehörde. Was auch neu ist und für Verbraucher und Verbraucher hilfreich ist, dass Verbraucherschutzorganisationen, wie zum Beispiel in Deutschland die Verbraucherzentralen, von denen es ja auch in vielen Gemeinden und jedem Bundesland eine gibt, bei Beschwerden helfen können. Sie können Beschwerden im Namen von Verbrauchern und Verbraucherinnen einreichen. Also sie haben auch Infomaterial und sie können in bestimmten Fällen auch Klagen einreichen. Was jetzt also ganz konkret jeder Verbraucher, jede Verbraucherin in Deutschland oder in der EU machen kann, da die Datenschutzgrundverordnung hier seit dem 25. Mai wirksam ist, sind eigentlich drei recht einfache Sachen. Auskunft einholen, ich habe es schon erwähnt, dafür reicht ein formloses Schreiben. Es reicht eine E-Mail, um rauszufinden, welche Daten überhaupt über einen gespeichert sind. Und dann kann man feststellen, sind diese Daten überhaupt rechtmäßig erhoben worden, sind sie vielleicht veraltet, sind sie überhaupt noch korrekt. Zweite, recht einfache Sache, Werbung stoppen. Man kann der Datenverarbeitung widersprechen und wenn es um Datenverarbeitung für Direktwerbung geht, gibt es da auch keine Bedingungen, dass die Daten weiterverarbeitet werden dürfen. Zum Beispiel reicht es also bei der nächsten Online-Bestellung in das Kommentarfeld zu schreiben oder danach einfach eine E-Mail zu schreiben, hiermit widerspreche ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung. Da gibt es kein Wenn und Aber. Diese Daten dürfen dann für Direktwerbung nicht mehr verarbeitet werden. Und der letzte Punkt, auch eine recht einfache Sache, rauszufinden, wo ist die nächste Datenschutzbehörde. In Deutschland gibt es in jedem Bundesland eine Datenschutzbehörde. Da reicht es vielleicht einfach mal nachzuschauen, wo sitzt die, hat die vielleicht ein Online-Formular für Beschwerden auf der Website. Einige der Datenschutzbehörden haben das schon angeboten, um einfach zu wissen, falls mal was sein sollte, an wen kann ich mich mit Beschwerden wenden. Bevor ich nun zum Schluss komme, würde ich gerne noch unser Projekt, unser Infoportal auch vorstellen unter der Frage, wo findet ihr vielleicht noch weitere Informationen zu den neuen EU-Datenschutzregeln und wie die auch angewandt werden können. Dazu gibt es, wie gesagt, das Infoportal Deine Daten, Deine Rechte, abzurufen unter deinedatendeinerechte.de. Und das ist das Informationsportal für Verbraucherinnen und Verbraucher zu den neuen EU-Datenschutzregeln. Wir vom Digitale Gesellschaft e.V. haben dieses Projekt, dieses Portal entwickelt und umgesetzt mit Förderung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Und dieses Portal ist jetzt online und bietet ganz verschiedene Themeneinstiege. Zum einen gibt es als spaßigen, lockeren Themeneinstieg hoffentlich ein Spiel. Das ist das Spiel Data Clash, was auf der Website abrufbar ist. Für die Spielerinnen und Spieler unter euch ist es ein klassisches Tower Defense Game. Es gibt 6 Level. In jedem Level versuchen Anbieter, die Daten von eurem eigenen Haus in ihre Basis zu transportieren. Und mit den Türmen, die die Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung symbolisieren, könnt ihr eben diese Datenverarbeitung verlangsamen oder stoppen. Also gerne auf www.dataclash.de schon mal spielen. Es gibt auch schon einige Highscores für die jeweiligen Level und das könnte ja Motivation sein, sich vielleicht kurz mit dem Thema schon mal auseinanderzusetzen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch ganz klassische Texte, einfach die wir geschrieben haben. Es sind kurze Absätze, kurze Beiträge, Posts mit Alltagsbeispielen zur Datenschutzgrundverordnung, zu den neuen Datenschutzregeln, wo wir versucht haben, das verständlich aufzuarbeiten mit einem alltäglichen Bezug. Für die, die noch mehr nachlesen wollen, haben wir auch ein Lexikon zur Verfügung gestellt, wo eben teilweise noch ein paar Hintergründe aufgedeckt werden, offene Fragen aufgeworfen werden und auch auf die Datenschutzgrundverordnung, also auf den Text selbst verwiesen wird, auf die Gesetzesquelle. 10 Erklärvideos beleuchten auch ein oder mehrere Rechte aus den neuen Datenschutzregeln. Das sind animierte Erklärvideos, rund 2-2,5 Minuten. Eins davon habt ihr eben schon gesehen. Die sind auf der Website abrufbar zum Download. Sie sind auch auf YouTube zu finden, wer dort lieber schauen möchte. Und eine wichtige Sache, die wir noch über die Information hinaus haben, sind Musterschreiben. Damit ihr nicht nur informiert werdet über die verschiedenen Rechte, sondern auch, wir versuchen euch zu ermuntern und zu befähigen, diese Rechte auch umzusetzen, auch anzuwenden. Es gibt also PDF-Dateien, die beispielsweise als Brief dann verschickt werden können oder auch einfach nur Texte, Copy-Paste in eine E-Mail an Datenverarbeiter, um beispielsweise euer Recht auf Auskunft, von eurem Recht auf Auskunft Gebrauch zu machen oder Recht auf Berichtigung, Datenübertragbarkeit.
damit ende ich. Mehr Infos findet ihr, wie gesagt, auf deinedaten-deinerechte.de. Wir sind auch am Donnerstag und Freitag auf den bundesweiten Aktionstagen Netzpolitik und Demokratie vertreten. Am Donnerstag gibt es eine Filmvorführung, die der Selbstbestimmt Digital e.V. organisiert, vom Film Democracy im Rausch der Daten, was also den Prozess, den gesetzgeberischen Prozess hinter der Datenschutzgrundverordnung etwas beleuchtet. Der Regisseur wird anwesend sein für Fragen, also auch da herzliche Einladung. Und am Freitag stellen wir dieses Projekt auch nochmal vor, mit der Option, auch weiter ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Und das können wir auch gerne jetzt noch machen, falls es Fragen gibt. Also vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und ja, ich freue mich auf Fragen. Danke, Julian. Kann ich das so rüberreichen? Ich habe eine Frage. Du meintest, wenn man online bestellt, der Direktwerbung zu widersprechen, kann man auch generell Werbezwecken, also indirekt, dass die also die persönlichen Daten weitergegeben werden, weil das ist ja meistens auch, ja. Also das mit der Direktwerbung ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, ohne Wenn und Aber möglich. Das heißt, wenn, wenn du schreibst, ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Direktwerbung, ohne Wenn und Aber ist einfach so. Was die Weiterverarbeitung angeht, ist nicht ganz so ohne Wenn und Aber, es ist etwas komplizierter. Also wenn du beispielsweise einen Anbieter hast, der klar sagt, ich verarbeite diese und diese Daten, die werden so und so lange gespeichert und ich gebe sie an XY weiter, willigst du ein und du willigst ein, dann ist das okay und das ist einfach deine Einwilligung und kannst es nicht unbedingt ändern. Was hier aber wichtig zu beachten ist, wenn du dann deine Rechte beispielsweise auf Löschung oder Berichtigung oder so anwendest, sind nach den neuen Datenschutzregeln die Anbieter verpflichtet, diesen Löschungs- oder Berichtigungswunsch auch an weitere Unternehmen weiterzugeben. Das heißt, dass die Rechte dann nicht nur bei dem ersten Datenverarbeiter wahrgenommen werden können, sondern auch bei dem nächsten. Ich hoffe, das hilft schon mal bei der Beantwortung der Frage. Ich habe mal eine Frage zu dem Recht auf Löschung und Änderung oder Berichtigung. Wie ist denn das, hat man da auch das Recht, dass die Anbieter das aus den Backups löschen? Weil das ist ja nicht so ganz easy. Also Backups kann man ja normalerweise nicht punktuell ändern. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob es da eine spezielle Regelung für die Backups gibt. Das müsste ich nachgucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt so geregelt ist. Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis oder eine gute Gelegenheit an dieser Stelle zu sagen, dass es zwar die Datenschutzgrundverordnung gibt, die ist wirksam, aber es gibt eben noch viele offene Fragen, weil einige der Rechte, die aufgeschrieben wurden, nicht ganz klar definiert worden sind. Und dazu würde ich jetzt zum Beispiel auch fassen, zählen Backups dazu. Ich würde vermuten, dass es dazugehört, denn dieses Recht auf Löschung, wenn es tatsächlich so ist, dass eben dem Recht auf Löschung stattgegeben wird, dann muss tatsächlich alles gelöscht werden. Es geht ja auch zum Beispiel bei diesen Suchanfragen, bei Suchmaschinen muss das ja auch so sein. Aber auch der zweite Hinweis bei dem Recht auf Löschung ist eben auch wichtig zu beachten, dieses Recht auf Löschung ist kein Automatismus. Also es ist nicht einfach so, ich schreibe eine E-Mail und sage, löscht meine Daten und dann wird das gelöscht. Da muss abgewogen werden, beispielsweise mit dem Recht auf Pressefreiheit, mit dem Recht auf Meinungsfreiheit und ob es eben überhaupt rechtmäßig ist, diese Löschung vorzunehmen. Also das vielleicht auch als Hinweis, aber die ganz konkrete Frage mit dem Backup kann ich leider nicht beantworten, sorry. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, also... Sorry, ja, okay. Ja. Sorry. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung zur Löschung, also... Ja. Da ich das selber gerade in einem, selber ein bisschen umsetze. Ja, es gibt halt gewisse DIN-Normen, an denen man sich orientieren kann, die auch in den Verfahrensverzeichnissen immer so vorgegeben sind. Und in diesen Lash-Konzepten sind halt auch immer Backups noch ein Bestandteil. Man sollte als Firma zumindest Auskunft geben können, wie die Löschfristen definiert sind intern und bis wann das auch aus den Backups raus ist. Und hinzu kommen neben dem Pressefreiheit und so weiter, was du meintest, sind ja auch Abrechnungen oder Nachweispflichten für steuerrechtliche Fragen und so weiter. Da kann man dann halt auch an Grenzen stoßen, was Löschung geht. Ich hätte mal eine Frage, diese Punkt verständliche Sprache, gibt es da irgendeine Definition oder ist das ganz allgemein, weil einfache Sprache ist ja ein Konzept auch aus der Integrationsarbeit, was ja doch mal genau definiert ist. Ja. Also erstmal vielen Dank für den Hinweis, vielleicht das hilft ja schon ein bisschen mit dem Löschrecht, danke, das war auf jeden Fall hilfreich. Zu der verständlichen Sprache, also die
die Differenzierung zwischen einfacher Sprache und verständlicher Sprache ist schon richtig. Also einfache Sprache, für die es nicht wissen, oder leichte Sprache ist für Leute, die zum Beispiel Probleme haben, ja, Texte zu verstehen oder irgendwie irgendwelche Behinderungen haben beispielsweise. Das ist damit nicht gemeint. Verständliche Sprache, klare Sprache oder wie es, glaube ich, in der englischen Version heißt, clear and concise, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich. Clear and concise language ist nicht definiert. Die Datenschutzgrundverordnung gibt nicht vor, was damit jetzt genau gemeint ist. Das ist genau wieder einer dieser Punkte, offene Frage, wie wird sich das ausdifferenzieren? Werden da beispielsweise die Datenschutzbehörden in den verschiedenen Ländern Vorgaben machen? Wird da die neue europäische Datenschutzbehörde, Datenschutzausschuss, Vorgaben machen? Zum jetzigen Zeitpunkt nein, es gibt noch keine Vorgaben, zumindest soweit ich das weiß. Danke für die Frage. Wer war zuerst? Ah, okay. Gleich so viele auf einmal. Ja, das mit dem Löschen ist natürlich interessant, auch für Leute, die selbst eine Webseite betreiben oder ein Forum oder dergleichen. Und auch Leute, die Software entwickeln. Was ist denn, wenn ich jetzt GitHub schreibe, löscht mal alles über mich, was ihr irgendwo in irgendwelchen Repos habt? Was passiert denn dann? Weil das geht nicht aus dem Git-Repo, dann ist das Repo kaputt. Zu der konkreten Frage mit GitHub kann ich leider auch nicht sagen, wie das Löschrecht da angewandt wird, werden kann. Da, wie gesagt, nur noch mal der Hinweis, die genaue Ausgestaltung dieser Rechte wird, glaube ich, auch noch ein paar Monate, vielleicht Jahre dauern, vielleicht auch mit gerichtlichen Verfahren. Vielleicht ist das eine der Sachen, wo das ist. Da habe ich leider nicht die Expertise, dass ich sagen kann, tut mir leid. Ergänzung dazu? Okay. Vielleicht also, zu dem Hinweis mit dem Löschen, es muss ja nicht, was du da gecodet hast, gelöscht werden, sondern der Personenbezug darauf muss gelöscht werden. Das heißt, du würdest die Userdaten rauslöschen. Und auch bei den Backup-Sachen, sozusagen, wenn es technisch nicht möglich ist, das zu löschen, dann werden die Daten gesperrt. Weil was man ja eigentlich mit dem Datenschutzrecht möchte, ist, dass die personenbezogenen Daten nicht Gegenstand organisationaler Datenverarbeitung sind. Und das heißt, die liegen dann immer noch in den Backups, dürfen aber nicht mehr verwendet werden, bis sie dann wirklich weg sind. Ne? Das heißt im Endeffekt, du willst ja sozusagen als Zwischenlösung, sie so lange dann gesperrt, bis sie weg sind. Das ist so, will man es eigentlich haben. Ich hätte dann noch eine Frage zum Verklagen. Ja. Wie genau funktioniert das? Also ich kann mich an diese Verbraucherzentralen wenden oder können wir auch selbst einen Verein gründen oder könntet ihr das auch machen als DigiGuest und dann diese 20 Millionen da bekommen? Also die 20 Millionen kriegt dann nicht unbedingt immer der Geschädigte, aber um die Frage zu antworten, ja. Also natürlich kann auch eine Einzelperson, was heißt natürlich? Es kann eine Einzelperson klagen, ja. Das Recht auf Rechtsbehelf, gerichtlichen Rechtsbehelf ist in der DSGVO vorgesehen. Das heißt, jeder kann dieses Recht oder jeder kann dieses Recht wahrnehmen. Der Hinweis oder warum wir eher auf dieses Recht auf Beschwerde oder zunächst auf das Recht auf Beschwerde pochen, ist, weil einfach bei dem Klagerecht das ist natürlich mit Kosten verbunden und diese Kosten übernimmt für eine Einzelperson erstmal keiner. Das Beschwerderecht ist einfach eine kostenlose Sache. Jeder von uns als Verbraucher, Verbraucherin kann sich eben kostenlos beschweren. Wenn ich eine Klage anstrengen müsste und mich nicht selbst vertrete zum Beispiel, dann ist das natürlich mit Kosten verbunden. Um deine Frage mit den Vereinen zu beantworten, ja, das dürfen Vereine, allerdings ist das in Deutschland auch nur begrenzt möglich, in bestimmten thematischen Bereichen. Aber vielleicht als Beispiel dafür, wie man da auch vorgehen kann, falls das noch nicht bekannt ist, die Organisation NOYB, N-O-Y-B von Max Schrems, der ja schon einige vor der DSGVO schon einige Klagen eingereicht hat und das mit diesem Verein auch in Zukunft tun möchte. Also ja, Klagen sind möglich. Und hier vorne war noch eine Frage. Hallo, danke für deinen Vortrag. Meine Frage würde gehen in Richtung abgeleitete Daten und ob mir diese Gesetze dabei helfen können. Und zwar in die Richtung, nehmen wir mal an, große Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon hypothetisch würden aus deinen Benutzerdaten etwas schließen, deine politische Richtung, für was du dich als nächstes interessierst, wie viel Einkommen du hast, nehmen wir nur mal hypothetisch an.
eine mehrteilige Frage. Was würde zum Ersten passieren, wenn ich solch großen Unternehmen schreiben würde, bitte gib mir Auskunft über all meine Daten? Kriege ich dann ein Telefonbuch ausgedruckt? Und der zweite Teil der Frage, können mir diese Gesetze helfen, dass ich sage, löscht bitte quasi diese Daten, die in diese Meta-Richtung gehen? Also das kann ich ja nicht formulieren. Und würden die Unternehmen nicht gegenargumentieren? Nein, all diese Daten brauchen wir ja. Ist das nicht das, wie Facebook und Co. auch uns ein Bein stellen wollen, dass sie sagen, diese Daten brauchen wir ja alle, damit unsere Plattform funktioniert und deswegen kannst du sie nicht löschen oder doch oder schau halt und dann steht man dumm da und kommt dann mit diesen Gesetzen, das ist mein Gefühl im Moment, doch nicht weiter gegen die großen Anbieter. Hast du da eine Erfahrung und kannst du da einen Ratschlag zu geben? Dankeschön. Ja, ich versuche es. Also zuerst mal zu der ersten Frage. Bei großen Unternehmen, wo sehr viele Daten von uns vorliegen, werden wir die bekommen. Ja, die Gefahr besteht, dass man natürlich dass man unter einer Informationsflut dann untergeht. Aber nochmal, der Hinweis ist ja, oder die Verpflichtung mit den neuen Regeln ist ja, das in verständlicher, klarer Sprache zu machen. Das heißt, hier sind Unternehmen dazu gehalten, die Informationen, die wir dann bekommen, sei es jetzt ausgedruckt oder in einem maschinenlesbaren Format, wie es in der, im Gesetzestext heißt, dass die dann auch verständlich sind. Wie das genau umgesetzt wird, habe ich persönlich noch keine Erfahrungswerte. Das wird sich jetzt zeigen, wenn die ersten Auskunftsgesuche von Leuten wie uns, Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU, umgesetzt werden. Meine Vermutung ist, aber das ist jetzt wirklich hypothetisch, oder basiert nicht auf einem Erfahrungswert, ist, dass gerade Großunternehmen schon versuchen werden, diese Regelungen auch umzusetzen, weil sie sich sonst zumindest, lese ich die DSGVO so, einfach in einen Wettbewerbsnachteil begeben. Weil dann passieren wird, dass Leute sagen, okay, hier, jetzt habe ich die Rechte und dann habe ich schon noch so riesen Unternehmen, die sich jahrelang damit auseinandergesetzt haben mit der DSGVO und die kriegen es trotzdem nicht hin, mir meine Daten in einem vernünftigen, verständlichen Format zu geben. Und im Hintergrund ist ja immer noch diese sehr hohen Strafen, wenn sie eben verstoßen. Das zu der ersten Frage, was die Informationsflut angeht. Zu der zweiten Frage, auch ein schwieriges Thema, finde ich, weil gerade dieser Punkt Profilbildung, was du ja angedeutet hast, wir stellen Daten zur Verfügung, das einzelne Datum an sich bringt vielleicht nicht viel, aber wenn man die verknüpft, hat man eben ein Profil von uns. Gerade bei Online-Shops, wo vielleicht auch erhoben wird, wann wir nach was suchen, welche Sachen wir in den Warenkorb tun oder vielleicht auch wieder raustun, welche Suchen wir gespeichert haben und solche Sachen, da erfährt man ja schon einiges über uns. Dieser Punkt Profilbildung ist in der DSGVO und neben der zugehörigen Teil des Bundesdatenschutzgesetzes auch recht offen gehalten. Aber auch in diesem Punkt gibt es Rechte für uns, die neu sind und die darauf hinwirken sollen, dass man eben genau diese Sachen hat. Zum einen, wenn es basierend auf dieser Profilbildung automatisierte Entscheidungen gibt, haben wir das Recht, also erstmal da unseren eigenen Standpunkt einzureichen. Und wir haben das Recht, dass ein Mensch in diese automatisierte Entscheidung mit eingreift. Wie das jetzt genau umgesetzt wird, ist auch eine der weiteren offenen Fragen. Aber dieses Recht haben wir als Verbraucherinnen und Verbraucher. Und aus meiner Sicht auch einer der Punkte, auf die man nochmal hinweisen sollte, dass eben bei diesen automatisierten Entscheidungen, bei dieser Profilbildung dieses Recht besteht. Vielleicht geht das schon mal so in die Richtung einer Antwort, aber wie genau mit diesen Metadaten und der Profilbildung verfahren wird, muss ich auch noch zeigen. Ich hoffe, das hilft aber schon so ein bisschen. Alles klar. Falls es noch Fragen gibt, dann erklärt sich Jörn vielleicht dazu bereit, die später zu beantworten. Wir haben nämlich leider nicht alle Zeit der Welt und es kommt noch ein Vortrag von Simon Sonnenberg. Dankeschön.